Hier ist noch eine Buchbesprechung aus der Buchhandlung Krebser in Thun. Wir beobachten bei uns in der Kochbuchabteilung ein Phänomen. Es hat sehr viele Leute, die sich interessieren für vegetarische oder sogar vegane Ernährung. Entsprechend haben wir die Abteilung ausbauen. Wir haben im Moment hier eine ganze Aktion als vegetarische oder vegane Kochbücher. Viele Leute haben Angst, sie handeln sich der veganen Ernährung eine einseitige Ernährungsform ein. Das ist aber überhaupt nicht so. Man muss einfach gewisse Grundregeln wissen, wie man trotzdem zum Eiweiß kommt. Vitamine ist eh kein Problem. Es ist aber einfach eine relativ grosse Verunsicherung hier. Für das gibt es sehr viele Bücher. Eines der ganz guten so für die Einführung in die vegane Küche ist «Vegan doch mal» von der Simone Weider. Zeigt grundsätzlich auf, wie man mit der veganen Ernährung eben sich ausgewogen kann ernähren, was es alles bringt. Also man kann abnehmen, man kann entgiften. Aber was ganz wichtig ist, es ist wirklich eine lustvolle Ernährung. Es macht Lust, es macht Appetit. Kommt doch einmal schauen, wir haben ganz viele von diesen Büchern. Einen guten.